In der Welt von One Piece befinden wir uns im Endgame von Wano Kuni und wir alle wissen, wenn einst diese Mauer überwunden wurde, Kaido endlich besiegt ist und vieles mehr, dann wird sich in One Piece so einiges ändern. Ich habe ein paar spannende Punkte für euch, also lehnt euch auf jeden Fall zurück. Los geht's! Und damit, ja Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Und in dem heutigen Video reden wir mal ein bisschen darüber, was sich grundlegend in One Piece alles so verändern wird, sofern Ruffy es endlich geschafft hat, Kaido zu besiegen. Er wird es eines Tages schaffen. Die Frage ist nur wirklich wann. Und wir sind natürlich da alle gespannt drauf, wie er das machen wird und wie heftig dieser finale Kampf sein wird. Eiichiro Oda hat ja bestätigt, dass dieser Kampf schon in der absoluten finalen Phase ist und dass wir uns wirklich dann bald auf einen möglichen Gewinner, in diesem Falle höchstwahrscheinlich Ruffy, gefasst machen können. Wir gehen allerdings jetzt auf ein paar Punkte ein, die sich dann in One Piece ändern werden, ja. Sprich Ruffy, er wird zuallererst Kaido besiegen und dann wird sich komplett One Piece in vielleicht sogar auch eine etwas andere Richtung drehen, denn bisher war es ja immer so, Ruffy ist von Insel, zu Gegner und das wird dann vermutlich in dieser Form zumindest ein Ende haben, denn Ruffy hat dann ein klares Ziel, das er dann auch gehen kann, denn es geht darum, wenn Ruffy Kaido besiegt hat, dann wird sich natürlich erst einmal der Stand von Ruffy ändern in der One Piece Welt. Diese News, die wird durch die komplette Welt gehen natürlich und Ruffy wird dann vermutlich mit als der stärkste Charakter in One Piece angesehen und das werden dann auch viele so sehen und viele werden das vielleicht nicht so sehen, aber Ruffy ist dann einer der Top-Tier-Fighter in der kompletten One Piece Welt und da gibt es kaum da Leute, die ihm dann das Wasser reichen können. Natürlich, Ruffy befindet sich dann so in dieser Yonko-Bubble, ja natürlich, Ruffy kann immer noch Kämpfe verlieren, gar keine Frage und vermutlich wird das im Kampf, finalen Kampf gegen Blackbeard, vielleicht auch gegen Im-Sama und gegen wen auch immer, welche Kaliber Ruffy sich da noch vorknüpft. Das wird vielleicht sogar auch noch passieren, aber Ruffy ist jetzt mit ganz oben mit dabei und mischt unter diesen Top 5 definitiv mit und gerade natürlich Ruffys Crew, ja, die dann auch natürlich so einen Boost bekommt, indem man diese quasi dann jetzt auch als Kaiser-Crew sieht, ja, und ich denke, dass diese Crew an für sich dann auch von der Öffentlichkeit so als, ich sag mal, fähigsten angesehen wird, dann das One Piece zu finden, da hinsichtlich dessen die letzten 20 Jahre, über 20 Jahre, nicht wirklich großartig etwas passiert ist, ja, die komplette Crew spielt natürlich auch ganz oben mit in einer anderen Liga, als sie es bisher getan hatten. Und da ist natürlich der Stand der Crew unglaublich krass, der dann wirklich erscheinen und sich etablieren wird, ja. Wenn diese komplette News rumgeht, man wird die Crew viel mehr auch fürchten. Natürlich wissen wir alle, man muss sich nicht um die oder über die oder vor der Crew von Ruffy fürchten. Aber das wird, glaube ich, super lustig und super spannend, ja, wie die Welt darauf reagieren wird, was, denke ich mal, super spannend wird. Generell sind ja immer so diese Reaktionen nach einem unglaublichen Sieg für Ruffy und Co. immer so mit das Spannendste und auch so eine kleine Belohnung für uns Leser. Dann natürlich, Leute, neue Kopfgelder, die wird es auf jeden Fall geben. Ich hatte vor kurzem nochmal erklärt, wie das Kopfgeld von Ruffy aussehen könnte. Ich werde höchstwahrscheinlich nochmal einen Podcast machen, wie die komplette Crew sich vermutlich verändert. Ja, das ist, glaube ich, ein super spannendes Thema. Es werden super hohe Kopfgelder ausgesprochen werden. Die Crew wird sich natürlich an den Kaiser-Crews anpassen, ist natürlich klar. Müssen sie natürlich, ja, Ruffy geht ganz nach oben zu den Kaisern. Ja, Zorro wird sich dann hoch Richtung King und vielleicht sogar ein bisschen drüber. Sanji bei Queen ein bisschen drüber. Dort werden diese sich etablieren, weil die Crew von Ruffy natürlich eine Kaiser-Crew dementsprechend übertroffen hat und diese sich etablieren müssen. Und gerade, weil ja von Ruffy diese große Gefahr ausgeht, ja, dass er das One Piece finden wird, ja, mit seiner Teufelsfrucht, der Joy Boy, ja, dann mit dem D im Namen und so weiter, mit Nico Robin, der Crew, das ist damit so gefährlich für die Weltregierung, dass man hier natürlich sogar vielleicht so mal einen dicken Bonus oben drauf ballert. Das kann natürlich sein, aber die kompletten neuen Kopfgelder, die werden unfassbar hochgehen, ja, und die werden unfassbar spannend. Ich bin super hyped darauf. Da freue ich mich somit am meisten drauf, weil ja die Kopfgelder immer auch so eine Belohnung sind, ja, für die harte Arbeit, die da geleistet wurde. Und Wano Kuni war unglaublich harte Arbeit, wenn nicht sogar das Härteste, was Ruffy hier so mit, ich sag mal, stemmen musste mit seinen Leuten. Und da bin ich super gespannt drauf und da freue ich mich sehr drauf. Naja, wenn Wano Kuni vorbei ist, dann wird in One Piece, denke ich mal, komplett dieses Endgame-Vibe endlich kommen, ja. Wir werden dann aufhören von, oder blindlings von Insel zu fahren und dann geht es wirklich in diesen Endgame. Wir haben dann, wenn wir Kaido besiegt haben, hoffentlich irgendwo das vorletzte Rope-Pornoglyph. Dann fehlt ja nur noch dieses letzte, was verschollen ist, was damals auf der Fischmenscheninsel war, wo Whitebeard dann quasi diese Fischmenscheninsel übernommen hat. Es gibt ja viele Theorien, dass Whitebeard einziges Pornoglyph versteckt hat oder dass Shanks dieses Pornoglyph versteckt hat. Darüber hinaus würden ja theoretisch diese ganzen Treffen dann weiterhin ausstehen, ja, mit Shanks oder auch mit Dragon. Das sind dann so Treffen, die wirklich dann in greifbarer Nähe
wären ja so ein Treffen mit Shanks und Dragon, das wäre, glaube ich, für One Piece-Verhältnisse ein unfassbarer Hype-Moment, wenn die beiden einfach mal ein bisschen mehr auftauchen, wenn sie mal ein bisschen mehr erzählen, ja, das ist, glaube ich, so etwas, gerade mit deren Wissen, was sie ja haben in One Piece, das ist, glaube ich, so eine Sache, die unfassbar spannend sein dürfte und ich denke, das ist dann so dieser Endgame-Vibe, ja, es ist ja so, dass so ein großes Werk wie One Piece, gerade wenn es so in Richtung Ende geht, dann wirklich an einen gewissen Punkt kommen, wo wirklich jeder Leser merkt, okay, das hier ist das Endgame, ja, irgendwas Spezielles, irgendwas Mysteriöses, Besonderes, ja, was wir bisher nie in One Piece hatten, was dann kommen wird, ja, dass wir dann hier natürlich hier arbeiten können und sagen, hey, jetzt ist hier wirklich so das Ende da, ja. Bei Attack on Titan, ja, keine Sorge für die, die den Anime schauen, ja, keine Spoiler, ist es zum Beispiel die Coordinate, ja, die Pfade, die zusammenlaufen, dieser große Baum, das ist so etwas, was so wirklich diesen Endgame-Vibe so transferiert hat oder übermittelt hat, so, ey, das könnte jetzt hier, oder das ist so ein Highlight des Endes, oder jetzt könnte es Richtung Ende gehen, das ist so etwas, was ich mir bei One Piece definitiv auch wünsche, ja, dass man da so etwas bekommt, wo man halt wirklich merkt, okay, jetzt haben wir Endgame-Vibes, ja, es geht Richtung Ende, denn One Piece wird nicht mehr als 6 Jahre laufen, ja, das ist soweit wie klar, sollte eigentlich klar sein, aber es wird dann wirklich Richtung Ende gehen und das muss definitiv, und ich denke, das wird auch definitiv klar von Oda übermittelt. Da natürlich auch ganz wichtig, die Reaktion, ja, von der Welt auf Ruffys Joyboy erwachen, gerade die Reaktion von Imsama, der Weltregierung, die 5 Weisen, das ist ja, glaube ich, so mit das spannende Thema, wie sie darauf reagieren, denn Joyboy schien ja damals im verlorenen Jahrhundert oder Königreich oder davor ja ein sehr, 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 sehr starker Feind gewesen zu sein, ja, mit sehr interessanten Ambitionen, vielleicht erfahren wir da mehr über Joyboy, das dürfte, glaube ich, eine super, super spannende Sache sein und ich bin mal gespannt, wie die Weltregierung darauf reagiert, ja, darauf resultieren ja dann die neuen Kopfgelder und so weiter, ich denke, die werden dann einen sehr, sehr großen Einfluss drauf nehmen und ich denke, allein wenn wir vielleicht die 5 Weisen mal ein bisschen darüber reden hören, ja, über Joyboy und so weiter, das alleine reicht schon, um alles irgendwie wegzuhypen, ja, was Joyboy geleistet hat, was er vorhatte, was sein Plan war, wie er gelebt hatte, ob er einen Dämonennamen hatte, ja, oder generell, was vielleicht der Ursprung dieser Teufelsfrucht ist, ja, dass man da vielleicht eine spezielle Geschichte hat und so weiter. Also diese kleinen Informationen, ja, die könnten vermutlich hier so einiges ändern und denke ich mal so, das ein oder andere neue Gedankengut da in die Gehirne von uns pflanzen. Ich bin super gespannt, wie man hier wirklich dann mit dieser Teufelsfrucht, ich sag mal, weiter in Richtung Zukunft agieren kann. Ja, was man dann von dieser Teufelsfrucht hält, wie die Öffentlichkeit oder gerade die Weltregierung das ganze Thema sieht. Das ist, glaube ich, etwas, das dürfen wir nicht verpassen. Das sollte, denke ich, Oda auch definitiv hier reinhauen. Ja, gerade wenn Ruffy Kaido besiegt hat, dann muss es von denen aus irgendwie so einen Kommentar zur Teufelsfrucht geben oder sonstiges, weil diese Teufelsfrucht, die ist absolut overpowered. Naja, und wenn es wirklich dahin geht, dass Ruffy dann hier Kaido besiegt hat, etc., dann diese Stärke hat, ja, dann wünsche ich mir natürlich auch einen Kampf gegen einen Admiral, ja, es ist ja so, dass Ruffy ja mit dieser Teufelsfrucht ein sehr, sehr viel, viel gefährlicherer Gegner für die Weltregierung ist, sodass man hier natürlich die Jagd auf die Strohhüte, gerade mit dem Hintergrund wissen, dass sie Kaido besiegt haben, jetzt noch das letzte World Poneglyph brauchen, dann noch Nico Robin in der Crew haben und so weiter, ja, da muss natürlich jetzt die aktivere Jagd auf die Strohhüte aktiviert werden, sodass man hier vielleicht den einen oder anderen Admiral eines Tages gegen Ruffy mal kämpfen sehen wird, ja, und dass die dann vielleicht dann erfahren oder sehen, okay, hey, wir haben hier als, oder mit einem Admiral haben wir keine Chance, ja, und dass das von mir aus dann sogar auch, ich sag mal, positiver dann für Ruffy ausgeht, das erste Mal dann wirklich, wenn man hier so gegen Admiral kämpft, ja, dass man hier dann wirklich Ruffy als Sieger hervorstehen sieht, das wäre, glaube ich, ganz cool, aber ich denke, dass wir hier natürlich ein bisschen mehr Action damit der Marine haben dürften, das wäre eine super, super spannende Sache und dann gibt es dann natürlich auch schlussendlich so diese Abflachung beziehungsweise die Ruhe vor dem Sturm, ja, dass wir dann natürlich dann eines Tages den finalen Krieg endlich haben werden, ja, denn ich glaube, das läuft alles so miteinander, denn es ist ja natürlich so, dass Ruffy es ja jetzt noch nicht geschafft hat, wenn er Kaido besiegt hat, er muss das One Piece an für sich noch finden, wir haben den Shanks-Plot, den Dragon-Plot, wir haben dann noch Blackbeard als Antagonist hier für Ruffy, der natürlich auch nochmal mindestens so eine große Hausnummer sein wird wie Kaido, ja, dass wir den natürlich auch nochmal aus dem Weg räumen müssen, weil er ja auch schon eine spezielle Teufelsfrucht hat und so weiter, dann muss man natürlich auch noch den Flashback haben zum verlorenen Jahrhundert, das verlorene Königreich, ja, was ist davor geschehen, ja, welche Leichen hat die Weltregierung so im Keller, ja, wer ist die Weltregierung, ja, was macht die aus und diese ganze Wahrheit, also da kommt noch viel, 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 viel plottechnischer und inhalttechnischer Stuff auf uns zu, der wirklich One Piece in eine komplett neue Liga heben könnte und das ist etwas, da freue ich mich super, super drauf, ja, der Ende des Kampfes von Kaido, der wird vielleicht auf der einen Seite ein bisschen traurig sein, weil dieser Gegner dann endlich besiegt ist, aber auf der anderen Seite dürfen wir uns natürlich auf die neuen Sachen freuen, die das Ganze dann hier wirklich freischaltet, ja, wo denn diese Türen aufgehen, wenn man diese Kaido-Tür geschlossen hat und ich bin super gehypt. Also One Piece in den nächsten 4-5 Jahren, das wird absolut Feier, Leute. Ich denke, der Hype, der wird natürlich jetzt immer mehr. Ich meine, auch wenn wir jetzt alle froh sind, dass Ruffy dann eines
des Tages Kaido besiegt hat, ja. Es ist dann doch so ein weinendes Auge, weil dieser Gegner Kaido, der wird natürlich auch nochmal ein bisschen erklärt mit seinem Flashback und das wird noch, glaube ich, unglaublich krass, Leute, ja. Da können wir einfach uns zurücklehnen, einfach das Ganze jetzt genießen und einfach abwarten, was Oda hier pullt. Ich bin super gespannt, Leute. Es wird sich einiges ändern. Eure Wünsche mal natürlich gerne dazu in die Kommentare. Was glaubt ihr, wird sich noch zusätzlich ändern, Leute? Ich bin mal super gespannt drauf und dann war es das jetzt mal von mir fürs heutige Video, Leute. Falls es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wäre sehr korrekt von euch. Ich wünsche euch ein entspanntes Wochenende. Wir hören uns natürlich die Tage wieder. Macht's gut, bleibt auf jeden Fall gesund. Haut rein. Ciao und tschüss.